Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind bei Folge 21 von Everybody's Tennis. Und ich guck mal, was jetzt passiert. Ah, da sind wir. Eine Bilderbuchinsel. Ein 12-jähriges Mädchen muss eine schwierige Prüfung bestehen, um Königin zu werden. Die Geschichte meines Lebens. Auf zur Laguneninsel treffen sie die junge Prinzessin dort. Sie muss einen Tennistest absolvieren. Klar, in diesem Spiel, ne? Mehr wissen wir noch nicht. Helfen Sie ihr bei Ihrem Problem, so gut Sie können. Natürlich mache ich das. So. Okay, da kann ich nicht her. Okay, Cutscene. Willkommen auf der Laguneninsel. Hippo. Natürlich. Die Hauptattraktion unserer Insel sind die herrliche Natur. Und weiter. Smooth Dance. Die traditionellen Inseltänze. Sicher. Und natürlich Tennis. Natürlich. Die Laguneninsel ist ein Tropenparadies. Entspannen Sie sich und lassen Sie es gut gehen. Natürlich. Wir werden hier nicht arbeiten, sondern wir werden hier nur Urlaub machen. Ihr wisst es doch besser. So, ist da noch was? Nee. So, bevor ich mit dir quatsche, was bist du? Hey, sind Sie auf Sightseeing-Tour? Man kann hier toll surfen, aber noch viel besser Tennis spielen. Lust auf eine Partie? Sicher! Surfer-Dude! Obwohl, wenn das ein Surfer ist, dann muss ich ja... Hey, Surfer haben von Monteur ist ein gutes Gleichgewicht, wissen Sie? Willst du was kiffen? Ich bin Surfer. Ich folge stets der Welle. Egal welcher. So, was ist das denn jetzt? Das ist so ein künstlicher Hartplatz tatsächlich. Na, wir sind mal gespannt. Na. Ich sag ja, ich mache das ja immer in Aufnahmesessions, also ich bin mal gespannt, was ich noch irgendwie kann. Geil. So, Hawaii Tropic Music. Na. Ja, der ist weg, da brauche ich nichts tun. Ah, der Elgast macht wieder Schiri. Da gibt's doch in Ordnung. Den hätte ich aber haben müssen. Ich bin sowieso mal gespannt, wie das hier irgendwie weitergeht. Das hat mir nämlich nicht geschrieben. Ja. Hasis. Aber ich habe auch nicht viel gefunden. Hat das irgendwie noch keiner durchgezockt? Mein 100% Run wird es wahrscheinlich eh nicht. Also dann, glaubt, da habe ich auch keinen großen Willen zu, aber ich würde schon wissen, wie die Story weitergeht und dieses komische Tennisparadies, wann wir das wie erreichen. Weil dann würde ich nämlich, wenn er doch irgendwie. Sag doch zunächst. Ja, freu dich. Dude, Radical, 90er Jahre Fritze. Dann würde ich das natürlich auch fertig zocken. Wenn das jetzt nicht 500 Folgen lang ist. Was war das denn? Okay, jetzt muss ich dann doch mal irgendwie uns mal wieder da einbringen, wo es hingehört. Was soll da? Puff! Was ist los? Habt ihr euch die Wasseranimation gespart? Doch, Piff! Rufen Sie mich an, ich synchronisiere ihn auf Wasser. Oder soll ich euch mal ganz schnell zum Klo bringen? Brauchen wir keine Prostata Granofink, das mache ich so. Das ist noch nicht mal eine Igel-Leistung. Ja, zack. So, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. So, das war souverän, also der kann nichts. So, jetzt müsste ich mal wieder besser werden. Kann ich das hier auch durchziehen? Ja, genau so. Weil ich würde schon gern wissen, welche Richtung das tendiert. Ob das jetzt noch irgendwie was, was ich, Szenarien sind. Also irgendeiner hat geschrieben, ich glaube, es sind 11 Charaktere, die man freispielen kann. Wahrscheinlich bin ich an einigen vorbeigelaufen. Vielleicht gibt es auch irgendwie, die es wieder nur Multiplayer gibt, keine Ahnung. Irgendwie hat das Ding ja auch irgendwie auch wieder speziellen DLC-Quark, wenn ich das richtig verstanden habe. Also aber ganz ehrlich, da mache ich ja ungern Mist. Kennt ihr ja. So, das war souverän. Wir sind wieder wach.
So, kann der Surfer wieder gehen. Oder es fängt sein Kraut an zu wirken. Aus der Abteilung Surfing Bad. Ja. Walter White lässt grüßen. Ich find das geil, dass man irgendwie im Hintergrund alles mögliche umschmeißen kann. Das finde ich mit am besten. Das macht den Titel so grandios aus. So. Ich habe gerade was Wichtiges vergessen. Ihr könnt ja mal raten, was. Let's Play Profis bei der Arbeit. So, komm. Machen wir. Ja. Das sollte es auch schon gewesen sein. Ja. Schön. Nicht unbedingt physikalisch korrekt, was da im Hintergrund mit dem Wasser passiert, aber ist ja egal. Ja, super. Ja, gib mir Punkte. Jawohl! Noch mehr Kontrolle. Klar, haben wir freigeschaltet. Klar, logisch. Erster Sieg gibt das Szenario, das wissen wir ja nun schon. Wow, sie haben mich vernichtend geschlagen. Vielleicht sollte ich wieder surfen. Mach das, Dude. Mach das. Kann ich eigentlich was machen? Ach, was bist du denn? Suzuki. Bist du nicht Motorrad? Ah, hallo, ich heiße Suzuki. Ja, mach. Ich bin nicht schuld. Oh je, endlich habe ich mal Urlaub. Da muss ich mich wegen meiner Rückenschmerzen in Kompressen packen. Ich soll wohl als erstes ausruhen, bevor ich am Tennisplatz betrete. Also du hast Rücken. Das ist gut. Der Horst Schlemmer von Everybody's Tennis, oder was? Was bist du? Würde man euch jemand Tennis beibringen? Lani ist mit diesem blöden alten Prüfung beschäftigt. Hey, würden sie mit mir spielen? Shimako liebt Volleys. Ich würde gern mal mit einem Mädchen spielen, damit ich neue Freunde finde. Ja. Okay, gut. Das Problem haben wir nicht. Ich finde das manchmal ganz putzig, dass das ist, dass da dementsprechend auch mal was gewählt wird, dass man auch mal wechseln muss. Aber, boah. Ob das jetzt unbedingt die Story voranbringt und das Gameplay besser voranbringt, das weiß ich mal hingestellt. Aber, so, wollen wir mal gucken. Dann hauen wir die mal eben auch weg. Warum geht das denn noch? Oh, ganz wichtig. Nur Frauen. Die alles schwarzer Gedächtnisfolge. Tja, dann zeige ich dir mal, wo, was weiß ich, ne? Wo Woman den Most holt und so. Also mal ganz ehrlich, keine Nachricht. Das sieht ja wieder nach einem Spiel aus, das ist ja nun irgendwie nicht so schwierig. Sagte ich und blamier mich. Okay. Da, die ist auch ausgerutscht. Hat man hier hart gebonert oder was? Ist das hier vielleicht der Gag? Oder spielen wir auf dem Schiff und das. Boah, das war schlecht. Oder sind wir auf dem Schiff und dann dementsprechend das. Hat einen Wellengang. Na gut, dem Spiel traue ich ja alles zu. Oh, ja, also du musst echt trainieren. Du kannst nix. So. Das gibt's doch gar nicht. Du hast mir die Perfect Score versaut. Ah, so frech. Naja gut, machen wir so ein 2-0. Oh, siehst du, sie ist schon mit Ausdauer leer. Das ist jetzt tatsächlich so. Also wenn du hier keine Ausdauer mehr hast, dann hast du auch keine Kontrolle mehr in den Schlägen. Ja klar, und die KI schafft das, was unser Eins nie im Leben schaffen würde. So, lass mich ruhen. Du holst jetzt auch noch auf, oder was? Natürlich holst du auf. Achso, ist immer noch Matchball. Okay, es gibt keinen Einstand, das ist gut. Jetzt aber. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich hatte 0,40, ne? Alter, ich hatte 0,40, ey. Du machst so einen Scheiß.
Ja gut, seht ihr nochmal hier eine schöne Verlängerung. Macht die Sache doch total spannend, ne? Ja. So, das kriege ich auf jeden Fall wieder zu Null. Aber wir brauchen ja Punkte für die Klamotten. Für den Klamottenbonus. Das ist es mehr. So, komm, jetzt will ich die breaken. Aber auf Tiebreak habe ich keinen Bock. So, der ist drin. So, noch drei Freunde der Nacht. Den soll ich. Ey, das gibt's doch gar nicht. Die verarschen mich doch. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ach, hier du mich auch. Das ist doch jetzt verschafft. Das ist doch hier. Das wird doch hier verarscht. Das bringt meine gute Laune aber auch nicht mehr zurück. Zack. War leider knapp. Aber den kriege ich wahrscheinlich eh nicht rein bei meinem Glück. Ja. Jetzt aber! Yes! So, gefühlt Matchball 508. Natürlich ist der. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich total verarscht fühlt? Ja, ist klar, ich wollte schon sagen. Ich rutsche aus und sie macht nur rein oder was. Danke. Wir sparen uns den Tiebreak. Aber gut, wenn das nicht. Ja, 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 aber es ist, ich krieg nicht mehr die Punkte, die ich mal sonst immer krieg. Weil einfach diese großartige KI. Oh, ich habe neue Gegenstände, schön. Weil diese großartige KI mich total verarscht. Oh, ich habe verloren. Hoffentlich werde ich eines Tages so gut wie Lani. Wahrscheinlich muss ich gegen Lani spielen, ne? Okay, da geht's lang. Muss ich hier nochmal mit ihm quatschen? Die Prinzessin? Wenn Sie Lani meinen, sollten Sie König Yaron fragen. Ja. Ist hier irgendwas? Wenn ich hier schon herlatschen kann? Na. Dann weiß ich nicht, was er soll, der Abschnitt. So, wann kommen wir denn da ein? Halt. Können wir noch nichts machen? Siedlung. Cutscene. Daran sind Sie sicher, sich richtig entschieden zu haben. Lani ist vielleicht zu jung, um sich den königlichen Prüfungen zu unterziehen. Wir müssen einfach hoffen, dass es klappt. Wenn sie alle Prüfungen übersteht, wird sie die nächste Königin der Laguneninsel. Sie hat keine Chance. Sie wird sofort ausscheiden. Und was ist, wenn sie sich verletzt? Odin ist doch bei ihr. Falsche Ecke. Der ist im Norden. Und nie irgendwo auf Samoa oder so. Odin ist doch bei ihr. Sie schlägt sich vielleicht besser. Als Sie glauben. Auf so jemanden können wir uns nicht verlassen. Bitte lassen Sie mich gehen und Sie holen. Immer mit der Ruhe. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen. Sie kennen das Gesetz. Und zum Alter der Prüfung zu gelangen, muss man mich erst den König in einer Partie Tennis besiegen. Sonst müssen Sie eben warten. Die beiden haben ihre Regeln befolgt und mich fair besiegt. Die Schamanen bei den Prüfungen werden schwieriger zu besiegen sein. Ich frage mich, wie weit sie ihr Tennistalent bringen wird. In einen Happy Tennis Club. So. So, was haben wir hier? Also, na, cool sieht's aus, das ist ohne Frage. So, kann ich jetzt schon irgendwas wieder machen hier? Okay, da ist eine Truhe. Sie haben Höhlenfrau freigeschaltet, genau. Deswegen haben wir erst etwas für die Frauen und dann, damit wir jetzt Höhlenfrau machen. Ohne uns einfach mit einer Keule uns eine holen. Natürlich. Willkommen, kann ich Sie für ein Souvenir begeistern? Wie? Die Prinzessin, wenn Sie Lani meinen, die befindet sich im Alter der Prüfung. Okay, das gibt kein Spiel. So, was haben wir hier Schönes? Ah, Katze. Ich bin Kanani. Ich bin die Schiedsrichter an der Tennisspiele auf dieser Insel. Soll ich die Schiedsrichterin ihrer Spiele sein? Gut, finden Sie mich im Versteckspiel und ich werde die Schiedsrichterin ihrer Spiele sein. Spiele ich halt mit dir verstecken. Und gut, los geht's.
Ja. Ist die jetzt hier überall? Kann die wieder überall sein? Das ist ja toll. So, also was tarnst du dich in als Baum? Wahrscheinlich triggert da die nächste Cutscene. Warte mal, ich guck mal, bevor wir die Cutscene machen, ob hier noch irgendwas ist. Ich denke mal, so wahnsinnig kreativ sind die nicht. Okay, hinterm Schild. Nee. Okay. Das finde ich natürlich schon wieder dämlich. Also noch habe ich sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich glaube nein. Dieser verflixte Odin macht gemeinsame Sache mit Lani. Er versucht ständig mehr als auszuwischen. Sie möchten gegen ihn spielen? Das könnte vielleicht meine Laune heben. Unterschätzen Sie nie die Kraft eines Körpers, der den Tanz trainiert hat. Ich werde Ihnen ein paar kraftvolle Bälle um die Ohren schlagen. Nein, Bridget muss nicht spielen. Naja, Quatsch. Nein. Wir bleiben bei der ganz normalen Abteilung. So, das machen wir in der Folge noch. Und dann frage ich mal hier den Oberkapitän in der nächsten Folge, wie es da irgendwie weitergeht. Aber cool, das ist also schon mal ein Schiri wieder. Und die zählen ja auch zu den Charakteren, ne? Also das heißt, ja, das war erstmal nix, mein Freund. Das war toll. Also du kannst mich gerne überall aus dem Feld rausjagen, aber das hilft dir nicht. Und das war ganz schlecht. Ja, das kann ich auch. Ja, mein Freund. Passt. Also so beeindruckend sind die hier überhaupt nicht. Schön. Oh, das war souverän. Ach, Quatsch, war der aus. Zähl auch keinen. Willst das doch hier nur spannender machen. Quatsch. War der aus. Ihr gönnt mir nur wieder kein Perfect. Das ist alles. Ich will jetzt erstmal hier mal wieder Dominanz haben. Können doch nicht so viel. Ja, das war's. So, jetzt noch einen. Dann habe ich auch wieder Dominanz. Danke. So, also du kannst Lani, wenn sie den Tennis spielen kann, nicht aufhalten. Nie im Leben. So. Also der Level ist ja, haut mich ja gar nicht aus den Socken. Geil, wir wollten niemand schon einen Schildkrötenpanzer. Kann ich den König der Schildkröten nachspielen? Oder? Oh, ich habe verloren. Vielleicht hätten sie stattdessen mit Lani spielen sollen. Odin hat einen starken Aufschlag, aber seine Rückhand ist einfach furchtbar. Na. Also, wenn das mal Loki gewusst hätte, dass seine Rückhand scheiße ist. Oder Thor. Gut, sehen wir uns in Folge 22 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und mal gucken, was dann passiert. Bis dann. Tschüss.